Da hier rüber. Ja, gehst du da drauf? Jetzt wollen sie mich aber ärgern. Hier. Mensch, ich muss eigentlich noch die Spinnennetze wegmachen. Weil die ist gar kein Collectible. Oder direkt ein neues hin. So. Einmal da, einmal da. Haben wir ein paar Noppen geholt. Haben wir ein bisschen was verloren. Eigentlich, wenn ich keine Noppen mehr habe. Alter, ist noch einer. Alter! Wechselt euch hier. Wechselt. Was ist denn das für eine Kacke? Guckt euch das an! Diese Assis! Die wechseln sich einfach ab. Kommst du nicht weg? Weil dein Zauber braucht doch 100 Jahre, bis er endlich mal so weit ist. Jo, das machen wir mal, ne? Warum ist der jetzt was runtergefallen? Hier ist noch ein Vogel. Ich kann nicht. Bam! Aimbot. So, wollen wir den Stärketrank scheint. Oh, wo ist der Kessel? So. Ah, der Axt hier im Wald. Ich glaube, der Kessel wird wahrscheinlich unten sein. Ist ja die Leiter. Uah! Geil! Super, Lego! Ja. Lego hat das ja. Verdammt, die Idioten! Kommen wir nicht runter? Jetzt haben wir schon zwei Teile. Aber wir haben noch keinen Kessel. Ah, da war ein Waffenteil sogar. Da kommt keine Spinne und macht das direkt wieder ganz. Ach komm, jetzt haben wir noch den dritten Teil. Da war immer noch kein Kessel. Ah, also doch. Oben. Steckte da oben fest. So. Haben wir mal die Termine mal den Stärkungstrank nehmen? Haben wir noch nicht gemacht. Guck, wie das bei ihr aussieht. Alter! Hey! Boah. Seid ihr überhaupt schon wieder hier? Bin ich auf Hermine. Sieht aus wie ein Dementor. So. Schießt der auf Hermine? Ich schieße einfach lieber, wenn die ganz viele Noppen einfach runterfallen. Was haben wir noch? Schießt die ganze Zeit auf Hermine, ne? Hier mal rumgehen, das ist bestimmt eine
Nein. Hätte jetzt echt gedacht, hier wäre eine, mindestens eine blaue, wenn nicht so eine lila eine Noppe. Mann, mach doch mal den nächsten Zauber. Sie gegen bekloppt. Hallo, guten Tag. Hallo. Mann. Ja, was ist eine Scheiße. Du sollst hier... Mach dir die nächsten! Achso, ich muss gar nicht. Ich muss irgendwie mit dem Fass über dem machen. Ist doch die Hermine in Ruhe! Schon wieder! Der rennt ja einfach in den Rhein. Weg, 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 weg. Mach doch den nächsten Zauber. Oh, der ist so doof. Wo bin ich denn jetzt, ein Eisbruch? Jetzt wurde wieder sein Bruder. Mann, ich komm. Der macht einfach diesen Scheißzauber nur alle paar Sekunden. Mach doch. Ja, natürlich. Hau den weg, der da ganz, ganz hinten ist. Nicht der, der da vorne ist und dich küssen will. Braucht ihr auch so 100 Jahre für den Scheiß? So, erledigt. Tja, sind wir mit Schuljahr 3 durch. Ding, da ziehen wir die Kasse. Klar, fortsetzen. Hm.
Ja, das ist echt eine doofe Krankheit. Ja, neuer Besen. Warum? Weiß keiner. Haben wir ja ihn gar nicht vor. So kacke, dass er den so im Film am Ende so bekommen hat. Was einfach scheiße war, weil er hat ihn ja im Laufe des Schuljahres bekommen von Sirius. Und das gab ja richtig Streit mit Termin und allem. Das einfach auch wirklich was Wichtiges weggelassen, finde ich wichtig. So, das dritte Jahr ist vorbei. Wir springen direkt ins vierte Jahr. 32,3%? Wäre das jetzt vom dritten Jahr oder vom gesamten Spiel? Ich glaube vom gesamten Spiel. Egal. Beginne Jahr 4. Warum ist nicht, Mann? Warum nicht der einfach der Gärtner, wie es selbst im Film richtig war? Also spätestens da wurden die Filme dann auch, oder auch die Bücher. Daran, ne? Hauptsache, der Box da geht die weg. Ich muss gerade wieder an die Hörbücher von Rufus Beck da denken. Also die kann ich echt nur empfehlen. Mhm. Ne? So geil, wie der jeden einzelnen Charakter eine einzelne Stimme gegeben hat. Einfach nur geil. Wo ist im Zelt gelandet. Ich bin mal gespannt, was sie sich jetzt hier einfallen lassen. So ein Zelt ist auch echt cool. Damit will ich auch selten gehen. Also, ne? Außen so klein und so groß. Was? Ach komm, da hätten wir noch ein bisschen was mehr machen können. Das ist einfach so viel im Schirm. Ach nee. Ja, dass wir hier was mit dem Chaos machen, keine Frage. Aber die hätten wir nur oder wirklich ein bisschen mehr machen können. Einfach so drüber geht, über das ganze Event. Das ist auch schon im Film so scheiße. Die einfach nichts von dem Spiel selber gezeigt haben. Okay, ich möchte irgendwas erschaffen. So, wir sind jetzt da, ja, es geht jetzt los und zack, bumm, vorbei. Einfach kacke. Wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Ich bin total beliebt bei den ganzen Fans. Und dann macht ihr sowas Wichtiges einfach nur. Brauchen wir nicht zeigen. Ja, egal. Die Leute zahlen eh die Eintritt, die Kohle, die kommen hier rein. Egal, was wir machen.
Feuer gelöscht. Rein. Hau ab hier. Gleiche. Ja, wir voll löschen. Müssen wir noch 6 Mal machen. Na. Deswegen kommst du nicht dran. Siehst nur schön. Ah, weg. Ich weiß, die sind da und die lassen denn nicht einfach nicht ran. Oh, mal schon die Pilze hier rausmachen. Fahne schwingen. Der drunter steckt wieder. Also einer von den riesigen müssen wir alle suchen hier, und Terry. Muss der Kack sein. Und grüß dich. Liegst du da einfach rum? Sich von dem Todesser ärgern. Den Nieten. Danke, Genie. Jetzt eine, die man bedenkt. Warum ist hier eigentlich blau, also Regenbogenfarbenmäßig? War doch Bulgarien gegen Irland. Okay, die haben einfach generell einen Wirbel aus Farben gemacht. Das ist auch irgendwie doof, ne? Dass die Authentizität hier auch wieder mal nicht gegeben ist. Da einfach sich nur sagen, okay, machen hier die Fahnen hin, aber dann machen wir auch den Farben und den. Nationalmannschaft ja, die Spieler gespielt haben. Die machen einfach irgendwas. Hauptsache der Spieler hat hier was zu machen. Ich frage mich wirklich, denken die eigentlich kein bisschen darüber nach, was sie tun? Haben die einfach Bock zur Arbeit? Oder wie läuft sowas bei denen? Ich muss euch irgendjemanden dann geben, der auch Ahnung von der Materie hat. Was er da fabriziert. Ja. Also gerade bei Harry Potter habe ich aber eigentlich hier aufgegeben. Die Frage zu stellen. Ich bin so auf Hogwarts Legacy gespannt. Aber. Ich bin da echt ein harter Kritiker. Würde ich behaupten. Von daher könnte es sein, dass das Spiel ja, Enttäuschung wird, weil es spielt ja quasi, hat ja keine Vorlage in dem Sinne. Ne? Es gibt ja kein Buch dazu, kein Film dazu, sonstiges. Also wirklich haben sie ja wirklich die Freiheit zu machen, was sie wollen. In so einem gewissen Rahmen der Logik der Welt bleiben. Und das, von dem wir bisher gesehen haben, tun sie das auch.